Peace Friends, 85 hat eine neue Kollektion rausgebracht und wie immer checken wir die natürlich aus. Und da ich ja jetzt schon einige Videos über 85 gemacht habe und sich da bei der Qualität, bei der Nachhaltigkeit und beim Packaging jetzt nicht wirklich was ändert, ist das hier auf jeden Fall schon mal das Rating, mit dem wir starten. Und ich lege direkt los mit den Pieces, die ich mir bestellt habe. Ein Piece muss ich mir auf jeden Fall nochmal ziehen und das ist gar nicht aus der neuen Kollektion, sondern das gehört auch zu den Basics und zwar einfach dieses grüne Tee. Ich glaube, das kam dann mit der Kollektion, weil da ja auch die eine oder andere grüne wilde Sache rausgekommen ist, kam das noch mit in die Basics rein. Bei meinem letzten Basics-Video gab es das, glaube ich, noch nicht, den Farbton. Deswegen, falls ihr das Video auch nochmal auschecken wollt, verlinke ich euch das hier oben nochmal in dem i. Und ja, sonst gibt es hier auch wirklich nicht viel zu sagen. Wir haben richtig geilen Farbton, ansonsten wirklich 1:1 genau das gleiche wie bei dem schwarzen Basic Tee, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und ja, ich habe hier wieder eine M genommen. Vom Fit her auf jeden Fall stabiles Oversize Tee. Der Kragen gefällt mir richtig, richtig gut. Länge könnte für mich noch ein bisschen kürzer sein und in der Breite könnte es auch noch minimal breiter sein. Dann würde ich sagen, wirklich perfektes Tee, aber ist auf jeden Fall extrem nah dran. Und ja, mir fällt gerade keine Brand auf Anhieb ein, die so Basic Tees genau in der Quali mit dem wirklich Fit und Co. rausbringt zu dem Preis. Deswegen 85 Basics, checkt die gerne aus. Auf jeden Fall guter, guter Tipp von mir. Dann machen wir auch weiter mit dem ersten Piece aus der neuen Kollektion und das ist so eine Waxed Carpenter Jeans, also wirklich extrem, extrem geiles Ding, finde ich. Wirklich, dieser Wax-Look gefällt mir sehr, sehr gut bei so einer schwarzen Jeans. Und wir haben bei der Pants über die ganze Pants verteilt diese 85 Buttons, sage ich jetzt einfach mal. Wirklich sehr, sehr nice. Da natürlich jetzt für den Winter weiß ich nicht, wie das dann kommt, wenn man die jetzt länger trägt, wenn man sich die Hose anzieht. Man merkt auf jeden Fall innen drin halt das andere Ende vom Knopf, ist halt auch aus Metall. Deswegen, wenn es jetzt irgendwie weiß ich nicht, minus 5 Grad draußen ist, könnte das eventuell ein bisschen unangenehm sein, immer so einen kalten Knopf so auf der Haut zu haben. Aber ich denke mal, das wird nur beim Anziehen natürlich der Fall sein, dass man da, wenn man dann 5 bis 10 Minuten damit rumgelaufen ist, dann hat sich die Sache auch gegessen. Ansonsten wirklich extrem hochwertig verarbeitet. Hinten haben wir einen Leder 85 Patch, sage ich einfach mal, Label hier hinten drauf. Ansonsten unten noch YKK Zipper. Mit denen kann man quasi hier unten noch den Flair reinbringen in die Hose. Finde ich auf jeden Fall nice. Ich persönlich trage sie lieber mit dem Reißverschluss zu, weil dann stackt die richtig nice auf dem Schuh, finde ich. So ist natürlich der halbe Schuh weg. Ist auf jeden Fall auch ein Vibe, deswegen hier auf jeden Fall nice, dass die Möglichkeit da ist. Kann man beides tragen, wie man Bock hat oder je nachdem, welchen Schuh man zu dem Outfit rocken will, natürlich das dementsprechend anpassen. Und ansonsten gibt es zu der Pants jetzt auch nicht mega viel zu sagen, außer 85 Metall Patch ist wie immer auch noch irgendwo hier eingearbeitet, hier auf der rechten Pocket vorne. Und ja, sonst wirklich sehr wilde Hose, sehr geiler Fit. Ich habe meine Standardgröße 32 einfach genommen. Kommt sehr, sehr gut. Stackt sehr krass auf dem Schuh. Würde ich sogar sagen, eventuell schon fast too much. Ihr seht es ja im Fit-Video eingeblendet. Deswegen da guckt am besten, worauf ihr da Bock habt. Dann ein Piece, was ich euch unbedingt zeigen wollte, weil ich der Meinung bin, dass das stärkste Piece aus der ganzen neuen Kollektion ist, ist diese Jacke hier. Und ihr fragt euch jetzt, warum zeige ich euch die nicht? Und ja, die Antwort ist ganz einfach. Ich hatte sie bestellt. Der Versand hat auch ultra lang diesmal gedauert. Ich glaube, nach 10 Tagen Nachbestellung, ich habe direkt zum Launch bestellt, wurde das Paket dann losgeschickt. Und ja, dann habe ich einfach so eine Standard-Shopify-E-Mail bekommen, dass quasi meine Jacke, die ich bestellt habe, storniert wurde. Habe ich das Geld zurückbekommen. Dementsprechend kann ich euch die jetzt nicht zeigen. Ich verstehe auch nicht, was da los war, weil die Jacke kann man immer noch im Shop kaufen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wieso, weshalb, warum ich die nicht kriegen durfte. Habe ja Geld dafür bezahlt. Vielleicht gab es auch Lieferschwierigkeiten oder so. Und weil ich schon 10 Tage gewartet hatte nach der Bestellung, wollten die dann ja, die anderen Sachen losschicken und haben die Jacke storniert. Kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass sie das deswegen so gemacht haben. Ja, ist natürlich schade, kann ich euch jetzt die Jacke leider nicht zeigen, aber nichtsdestotrotz, ich finde Jacke wirklich extrem, extrem krass. Einziger Kritikpunkt da vielleicht, die ist aus 100% Polyester-Filling, hat die Jacke, deswegen natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Daunenjacken etc., aber preislich muss man sagen, ist sie auch deutlich günstiger als jetzt eine Daunenjacke. Deswegen, ich glaube, sehr, sehr wilde Jacke, sehr wilder Fit, ist halt so eine Cropped-Jacke und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, vor allem, wenn man schon 1000 schwarze Pufferjacken irgendwie zu Hause hat, kann man sich auf jeden Fall mal so eine geile grüne Jacke ziehen. Ich kann es jetzt leider, wie gesagt, nicht genau bewerten, weil ich sie nicht da habe, aber wir machen direkt weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece ist auch wieder ein Basic. Das heißt, ich zeige euch heute eigentlich ein Piece aus der neuen Kollektion und wieder zwei Basics. Eigentlich wollte ich euch die Jacke ja, wie gesagt, zeigen, aber daraus wurde ja nichts. Ja, zu dem Basic gibt es jetzt hier auch nicht viel zu sagen. Das ist wieder der Crop Heavy Hoodie. Ich habe den hier in der M genommen und ja, ich muss sagen, wieder sehr, sehr wilder Fit. Gefällt mir auf jeden Fall
sehr gut. Ich war irgendwie dumm, weil ich es wieder in der M bestellt habe, weil eigentlich meinte ich ja letztes Mal, dass eine L, glaube ich, besser wäre. Und ich glaube, eine L wäre auch minimal noch krasser, je nachdem, wie viel länger das wird. Und ja, ansonsten gibt es hier wirklich nicht viel zu sagen. Habe ich im letzten Video ja schon erwähnt. Wirklich Basics technisch, glaube ich, 85 aktuell die beste Marke, wo ihr euch einfach Basics ziehen könnt, die auch wirklich im Stock sind. Also jetzt natürlich andere Marken, die auch mal ab und zu geile Basics raushauen, die dann sold out sind, bringt natürlich nichts. Deswegen, ihr wollt ja welche auch kaufen können. Deswegen, ich glaube aktuell 85 wirklich bester Anbieter für Basics. Deswegen checkt das gerne aus. Vor allem mit diesem leicht gebrushten French Terry Cotton innen drin. Einfach richtig, richtig comfy, richtig geile Hoodies, richtig geiler Fit. Deswegen die auf jeden Fall mal auschecken. Dann nochmal kurz zusammengefasst vom Design. Ich gehe natürlich jetzt auf die neue Kollektion ein. Die Jacke kann ich ja jetzt leider nur optisch so bewerten von den Online-Shop-Bildern. Bei den Hoodies, denke ich mal, waren das ja auch alles die gleichen Fit, wo wurde zumindest deklariert. Deswegen kann ich da die Prints natürlich begutachten. Und ich muss sagen, ja, die Kollektion, finde ich, hat ein nices Thema, aber nicht so perfekt umgesetzt. Wir haben viele Designs, die diese, ja, geschwungenen Schriften haben, die wir schon jetzt tausendmal gesehen haben bei etlichen Marken. Peso hat es, glaube ich, eigentlich am meisten dann ausgelutscht am Ende. Deswegen finde ich, muss sowas jetzt nicht unbedingt wiederkommen mit diesem Human Basic Instinct, bla bla bla, was es da alles gab. Kollektionen fand ich nicht so nice umgesetzt. Ein paar geile Designs waren dann schon noch dabei. Aber wie vorhin schon erwähnt, ich finde immer noch das stärkste Piece ist auf jeden Fall die Cropped Puffer Jacke. Vor allem in diesem Grünton finde ich extrem, extrem geil. In Schwarz ist sie auch nice, aber die Grüne ist natürlich nochmal so ein bisschen etwas, ja, mehr besonders. Und von daher gebe ich hier beim Design 4 von 5 Punkten. Dann sind wir auch schon bei der Preis-Leistung und da kostet die Crop Puffer Jacke, die ich leider nicht hier habe, 160 Euro regulär im Shop. Die Wax Jeans liegt bei 100 Euro. Der Heavy Crop Basic Hoodie liegt bei 80 Euro und das Tee liegt bei 45 Euro. Also preis-leistungstechnisch habe ich wieder wenig zu meckern. Wir haben wirklich sehr, sehr stabile Preise. Außer vielleicht die Wax Jeans, die geht so ein bisschen, sage ich mal, auf anderen Wegen, weil 100 Euro ist natürlich im Verhältnis zu den anderen Produkten schon dann ein bisschen teurer. Aber so eine Wax Jeans herzustellen kostet natürlich einfach ein bisschen mehr Geld in der Qualität und ja, wirklich sehr, sehr wilde Preise, wo man aber auch natürlich bedenken muss, dass zum Beispiel bei der Jacke jetzt, die 160 Euro kostet, natürlich beim Material ein bisschen gespart wurde, weil wir hier keine Down drin haben. Deswegen ist natürlich der Vergleich zum Beispiel mit der Wood Puffer Jacke definitiv unfair wäre, weil die deutlich, deutlich teurer natürlich in der Produktion ist, auch mit dem Design, wie das da alles umgesetzt wurde. Aber dennoch 85 auf jeden Fall sehr, sehr starke Preis-Leistung. Von daher gebe ich hier 4 von 5 Punkten bei der Preis-Leistung. Das heißt, insgesamt sind wir bei einem Gesamtrating von 4 von 5 möglichen Punkten und ja, 85 immer noch eine sehr, sehr starke Marke. Die Kollektion war jetzt nicht so die beste für mich, finde ich. Da waren einige Designs, die ich einfach nicht mehr sehen konnte, weil die jetzt schon zu oft zu ausgelutscht wurden, bin ich der Meinung. Vor allem, wie vorhin erwähnt, diese geschnörkelte Schrift, die kann ich einfach nicht mehr sehen. Vielleicht kommt da ja in Zukunft hoffentlich mal endlich was Neues, was man noch nie gesehen hat. Das wäre auf jeden Fall nice. Ansonsten dieses Racing-Thema sehr, sehr nice. Finde ich sehr, sehr cool, dass man das so eingebaut hat. Natürlich, Schrift hätte man von mir aus weglassen können. Und ja, die Pufferjacke, wie gesagt, wirklich mein Favorite Piece, was ich leider nicht kriegen durfte. Und ansonsten kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen. Hier sind noch 2 Videos, könnt ihr gerne auschecken und dann bis zum nächsten Video. Peace.